Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil DeFi-Portfolio auf Basis von Polygon. Letzte Woche, in der letzten Folge, hatten wir ja unsere Matic-Tokens bei Aave eingelegt und uns dafür dann eben USDT-Tether geliehen. Und diese Tether liegen jetzt seit letzter Woche mehr oder weniger nutzlos in unserem MetaMask-Wallet rum, weil wir haben es beim letzten Mal einfach noch nicht geschafft, weil die Zeit einfach nicht reichte und wir über andere Sachen sprechen mussten. Wir haben es also nicht geschafft, diese Tokens irgendwo sinnvoll anzulegen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass es endlich weitergeht, weil heute nutzen wir die Tether richtig und legen die irgendwo an. Und das ist das, was wir heute vorhaben. Und worum geht es jetzt in dieser ganzen Videoreihe? Wir wollen zusammen auf Basis von Polygon ein DeFi-Portfolio aufbauen, das uns langfristig in die Lage versetzt, einen bestimmten Token zu akkumulieren. Ich hatte da in der letzten Folge drüber gesprochen. Mein persönliches Ziel ist jetzt, ich möchte jetzt für die nächste Zeit DOT-Tokens akquirieren. Ich möchte DOT kaufen, Polkadot kaufen, weil ich das für eine gute Kaufgelegenheit halte, wie der Markt im Moment ist. Darüber sprechen wir aber gleich nochmal in Ruhe. Und natürlich seid ihr frei. Ihr könnt jeden anderen Token kaufen und akkumulieren. Ganz allgemein gesagt, wir haben zurzeit eine Marktphase, die von sinkenden Kursen bestimmt ist, von geringem Volumen sinkende Kurse. Und das ist eigentlich immer eine gute Zeit, um Coins zu akkumulieren, an die man wirklich glaubt. Also es ist weniger eine Zeit, wo man jetzt darauf hoffen kann, dass man irgendeinen Token findet, der jetzt plötzlich durch die Decke geht. Das gibt es auch ab und zu mal, aber es gibt genauso auch den Fall, dass Tokens plötzlich im Erdboden verschwinden, vom Erdboden verschluckt werden. Haben wir jetzt gesehen bei Iron Finance auf Polygon-Basis letzte Woche. Iron Finance, das ist so ein Projekt, da geht es darum, einen Stablecoin rauszubringen. Und dieser Stablecoin, der ist nur zum Teil durch Dollar gedeckt. Ein anderer Teil kommt aus einem speziellen Token. Dieser Token ist im Wert volatil. Der andere Token ist durch USD, die andere Hälfte oder ein anderer Anteil ist gedeckt durch USDC. Und da hat es also letzte Woche tatsächlich einen Bankrun quasi gegeben und das ganze System ist kollabiert. Und der Tokenpreis ist tatsächlich gesunken von ursprünglich mal 60 Dollar auf quasi null. So, und das kommt also auch vor. Das heißt also, wer jetzt hier in dieser Marktphase versucht, einen Token zu finden, der plötzlich sich verzehnfacht oder noch besser performt, der ist eher so Glücksritter. Das kann gelingen, aber das ist etwas, was jetzt eher unberechenbar ist. Das ist was anderes als jetzt in dem richtigen klassischen Bullenmarkt, wo quasi alles irgendwie hochgeht und man dann irgendwie nur den Coin finden muss, der richtig gut performt. Und wenn man den nicht findet, dann hat man halt einen anderen Coin gefunden, der eben auch gut performt, aber eben nicht so toll wie der beste Token. Ne? So, und diese Marktphase, die haben wir jetzt definitiv überhaupt nicht mehr, sondern wir sind jetzt eher schon fast in so einem Bear Market, aber es gibt irgendwie noch Hoffnungen und Anzeichen und so. Also irgendwie ist es sehr indifferent. Jedenfalls, also wir haben ein geringes Volumen, wir haben irgendwie eher eine Abwärtstendenz im Markt und lass uns doch einfach mal zusammen auf den Markt schauen, bevor wir jetzt irgendwie über die Einzelheiten sprechen. Ich schalte mal um, hier dann Bildschirm teilen, genau. Ich gehe mal hier auf CoinGecko und man sieht also Bitcoin nur noch bei 32.000, Ethereum sogar bei unter 2.000. Wir haben ja jetzt dieses Wochenende wieder News aus China gehabt, irgendwie wieder irgendein Mining-Ban in irgendeiner chinesischen Provinz und dann hat es auch noch eine Bank gegeben, die irgendwie eine chinesische Bank, Agriculture Bank oder irgendwie sowas, und die haben ja dann quasi verlautbaren lassen, dass sie quasi alle Geschäftsbeziehungen mit Leuten, die mit Krypto zu tun haben, von jetzt auf gleich kündigen und so weiter. Und da hat es also Panik gegeben und solche Dinge wirken sich jetzt hier bei dem geringen Volumen tatsächlich auch sehr, sehr stark aus. Und die Kurse gehen runter und irgendwie sowieso zum Wochenende gibt es immer so einen kleinen Kursrückgang, dann erholt es sich manchmal in der Woche wieder, dann geht es wieder runter. Also Tendenz eher abwärts. Ich sehe im Moment wenig, das dafür spricht, dass es wirklich nochmal richtig hochgeht. Ich sehe wenig Anzeichen dafür, dass nochmal ein Bull Market kommt. Für mich käme der so ein bisschen aus dem Nichts. Irgendwie baut sich das auch noch nicht richtig auf. Und ich muss also sagen, ich rechne eher damit, dass Kurse weiter runtergehen. So. Schauen wir doch mal einfach weiter. Wir haben hier also Polkadot, hat in der Woche 21% verloren, nur noch bei 17 Dollar. Dann haben wir hier Polygon, das ist ja eigentlich für uns der wichtigste Token zurzeit, 14% verloren, 1,26 Dollar. Als wir letzte Woche das Video gemacht haben, waren wir noch bei 1,53 Dollar.
Und in dem letzten Video haben wir auch so ein bisschen über die Ziele gesprochen. Ich habe ja auch gerade gesagt, also mein Ziel mit diesem Tutorial ist jetzt, einen bestimmten Token zu akkumulieren, aber langfristig zu akkumulieren. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das begründet damit, dass also der Polkadot tatsächlich im Vergleich zum Matic immer billiger, immer günstiger geworden ist. Das heißt, über die letzten Wochen, und das konnte man an so einem Schaubild sehen, wo quasi beide Kurse in Relation gesetzt wurden, konnte man sehen, dass also im Prinzip der Matic sehr viel stärker geblieben ist als der Polkadot. Bedeutet also, dass man für seine Matic-Tokens mehr Polkadot-Tokens bekommt als noch vor Wochen. Der Polkadot in Matic gerechnet ist also immer billiger geworden. Das ist also eine gute Kaufgelegenheit. Und wenn unser Ausgangspunkt Matic ist und wir werden sehen, unsere Rewards notieren hauptsächlich in Matic, dann heißt das also, wir bekommen Matic und wir müssen einen Coin finden, bei dem es günstig ist, den einzukaufen gegenüber dem Matic. Das war für mich der Dot-Token. Kommt noch hinzu, dass es ja auch die Parachain-Auctions gibt und so weiter. Es gibt also auch durchaus eine bullische Perspektive für den Polkadot, zumindest auf mittlere Sicht, wenn nicht so auf lange Sicht sowieso, aber mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig, weil die Parachain-Auctions gehen ja jetzt bald los. So war also meine Argumentation. Ich möchte gerne Matic-Tokens, die bekomme ich und ich werde die benutzen, um Dot-Tokens zu kaufen, weil das sehr günstig ist. Aber natürlich ist das Endziel der Strategie einfach mein persönliches Ziel. Und wenn ihr irgendwie ein eigenes anderes habt, zum Beispiel ihr wollt einen anderen Coin kaufen oder so, zum Beispiel Ethereum oder was auch immer, dann lässt sich das natürlich über diese Strategie immer auch realisieren, weil was wir bekommen, sind perspektivisch hauptsächlich Matic-Tokens. Die können wir ja jederzeit umwechseln. Ihr müsst halt, wenn ihr es optimiert, einen Coin finden, der relativ günstig ist im Vergleich zum Matic. Aber das ist nicht unbedingt nötig, denn wir reden ja jetzt hier auch von der Vergangenheit. Also wir reden davon, wie hat ein bestimmter Token in den letzten Wochen performt gegenüber dem Matic. Und das sagt ja nichts aus darüber, wie es in Zukunft ist. Das heißt also, der Token, der richtig durch die Decke geht, aus eurer Sicht, das ist der, den ihr irgendwie akkumulieren wollt in der jetzigen Phase, wo die Kurse sinken. Ist ja logisch, wenn alles immer günstiger wird, ist es immer besser zu akkumulieren. Es ist aber niemals sinnvoll, mit 100% in irgendeinen Token reinzugehen, sondern immer nur mit über einen Durchschnitt, über die Zeit gerechnet. Das heißt also, kleine Mengen und kleine Mengen immer wieder in denselben Coin stecken über die Zeit. Das ergibt im Prinzip einen guten Preisdurchschnitt zum Einkaufen. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch die Idee unserer Strategie. Wir wollen Rewards generieren und die Rewards wandeln wir nach und nach um in einen anderen Token. Das ist also die Idee. Im Moment spielt uns das sehr in die Karten. Der Polygon ist auch noch nicht, also der Matic-Token ist nicht so viel gesunken über die Woche wie der Polkadot. Polkadot 21% nachgegeben, Polygon 15%. Das heißt also, der Matic-Token, besser gesagt, der Matic-Token ist tatsächlich stärker geworden gegenüber dem Dot. Strategie passt also noch. Lassen wir alles beim Alten. Letzte Woche haben wir dann, also kurzer Rückblick, wir haben letzte Woche hier also 901 Matic-Tokens bei Aave eingelegt. Die haben wir als Collateral, als Sicherheit benutzt, um ein Darlehen zu besichern. Das haben wir in USDT genommen. 500 USDT haben wir uns geliehen und inzwischen sind unsere Schulden schon gestiegen auf 500 Dollar, also 500 USDT, ungefähr 4, also 500,4 USDT. Das liegt daran, dass hier schon Zinsen akkumuliert wurden, in einer Woche 40 Cent. Das ist dann noch einigermaßen überschaubar. Und wir haben hier auch ein paar Zinsen generiert auf die Matic-Tokens und die sind hier auch oben drauf gekommen, aber eher so im Nachkommabereich, nicht wirklich messbar. Und wir haben zusätzlich noch Rewards bekommen in Form von Matic-Tokens. Die stehen hier oben. Das sieht man hier auch. Man hat eine APY von 0,58% plus. Man hat hier eine APY von 3,11% minus. Das heißt also, man hat hier irgendwie Zinsen zu zahlen, 3%. Man bekommt Zinsen von 0,58% und zusätzlich bekommt man Rewards in Höhe von 2,67% beziehungsweise hier unten noch Rewards, das ist also plus von 3%. Und das ergibt dann, die werden in Matic Tokens, sieht man hier an diesem mini kleinen M, größer machen, aber so richtig nützt das nichts. Also hier an diesem M sieht man das, das sind also Matic-Tokens, die wir bekommen. Die können wir hier abholen über Claim, über den Claim-Knopf. Mache ich jetzt aber noch nicht, weil 0,58, das sind ja jetzt also etwas mehr als 70 Cent oder so.
Das lohnt sich noch nicht. Da sammeln wir noch ein bisschen was an. Ne? Da gehen wir also auch später drauf ein. Bringt jetzt, finde ich, noch gar nichts. Aber man muss einfach mal sehen. Also wir haben jetzt hier 1200 Dollar ungefähr an Wert eingelegt. Und das heißt also, wenn man jetzt hier mehr einlegen würde, man kann sich das ja ausrechnen, könnte man also über die Rewards schon ein ganz gutes Einkommen haben. Also sagen wir mal, das geht so los bei 15.000, 20.000 Dollar. Wenn man die ja einlegen würde, dann hätte man ja eigentlich schon so ein kleines, nettes Zusatzeinkommen von so ein paar Dollar pro Woche oder so. Keine Ahnung. Ne? Also die Einlage müsste schon recht hoch sein, dass das hier wirklich richtig funktioniert. Das ist aber auch noch gar nicht Sinn der Sache hier. So, wir haben also jetzt hier, ich mache mal wieder normale Größe, unsere 500 USDT. Die 500 USDT, die liegen jetzt in unserem Wallet. Das sind hier also unsere 500 USDT. Die liegen da rum, mit denen passiert nichts und die möchten wir jetzt gerne einlegen. Und hier gibt es jetzt so ein paar Überlegungen, die für mich sehr, sehr wichtig sind, wenn ich sowas mache. Das eine ist also, wo lege ich das Ganze ein? Ist natürlich klar die erste Frage. Polygon, also das erste, wo man Stablecoins anlegt, ist natürlich quasi eigentlich immer Curve. Ne? Also Curve ist quasi ein Stablecoin-Swap, also ein Exchange, der sich darauf spezialisiert, Stablecoins zu tauschen. Und der Algorithmus sorgt auch dafür, dass das relativ, also dass keine Kursschwankungen entstehen zwischen den Stablecoins, zumindest keine großen, da ja die Stablecoins immer alle an einen US-Dollar gebunden sind. Also der DAI sollte im Idealfall ein Dollar wert sein, der USDC und der USDT sollten alle ein Dollar wert sein. Diese Dinger, diese Stable Swaps sind darauf spezialisiert, also Exchanges, ein Exchange zu sein zwischen Stablecoins und das ist also eine sehr gute Möglichkeit, auch Stablecoins einzulegen. Man bekommt hier erstmal eine APY von 3,19%. Die kommen letztendlich irgendwo aus den Trading Fees, die hier anfallen. Also das heißt, wenn wir hier unsere Tether einlegen würden, dann bekämen wir auch 3,19% APY auf unsere Stablecoins. Plus man bekommt nochmal 0,55% APY in Form von Curve Tokens. Plus man bekommt 11,73% in Matic Tokens. Und das ist eigentlich insgesamt schon ganz gut, weil das sind ja 15%. Wir sprechen hier über 15% APY auf einen Coin, der normalerweise nicht im Wert fallen wird. Im Vergleich zu allen anderen Coins, für die wir jetzt, wenn wir die jetzt einlegen, tendenziell, wenn jetzt die Kurse nicht alle wieder hochgehen, mit denen wir also Verlust machen. Das heißt, wir machen 15% Gewinn durch die Einlage hier und alle anderen, egal wo man einlegt, auch wenn man irgendwie eine APY von 80% hat oder so, wird man in den nächsten Wochen mit den anderen Coins Verlust machen. Also außer die Kurse gehen wieder hoch. Aber durch die sinkenden Kurse wird eigentlich jegliche APY, die man irgendwie da kriegen kann, zurzeit aufgefressen. So, also sind 15% eigentlich ein guter Deal. Aber warum mache ich das nicht? Ich möchte das nicht machen, weil ich dem USDT hier ausgesetzt bin. Ich bin hier einem Risiko ausgesetzt, das nichts mit Kursschwankungen zu tun hat, sondern der USDT ist ein Stablecoin, der sehr in der Kritik steht, der sehr kritisch betrachtet wird, ganz allgemein. Das liegt daran, dass er nicht sehr transparent ist, was die Sicherung der Werte angeht. Das heißt also, angeblich gibt es beim Tether Einlagen, die quasi die Coins, die ausgegeben werden, im Wert decken. Aber diese Einlage, die dahinter steht, die Deckung des USDT, die ist nicht erwiesen und die ist auch nicht sicher, denn der USDT ist zum einen nirgendwo wirklich reguliert. Der Sitz ist nicht in der EU, der Sitz ist nicht in den USA. Es gibt keine Regulierungsbehörde, die für dieses Asset hier zuständig wäre. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt irgendwie eine Veröffentlichung von Tether, aus der hervorgeht, dass jeder USDT-Coin, der draußen ist, einem US-Dollar entspricht, der bei denen eingelegt ist. Aber diese Aussage ist durch nichts erwiesen. Das heißt also, es ist unklar, ob dieser Stablecoin überhaupt gedeckt ist durch Dollar. Und die dritte Sache ist, zurzeit läuft ganz allgemein auf der Welt
Laufen sehr viele Regulierungsbemühungen, die in Richtung Stablecoins sind. Stablecoins, man liest es immer wieder, stehen im Fokus der Regulierungsbehörden, der Finanzaufsichtsbehörden, ganz allgemein im Fokus der Politik, wegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und dem üblichen Blabla, was man so kennt. Aber natürlich wissen wir auch, dass Stablecoins im Grunde eine Konkurrenz sind für möglicherweise geplante Zentralbankwährungen und so weiter. Einerseits, andererseits findet man natürlich die Technologie ganz spannend und möchte sich die womöglich selber unter Nagel reißen und so weiter. Also sind jetzt alles so politische Thesen, aber im Kern möchte ich damit sagen, also man hat hier ein größeres Risiko, ne? Und dieses größere Risiko, dem möchte ich mich, wenn es irgendwie geht, nicht aussetzen, wobei ich glaube, dass dieses Risiko kurzfristig und mittelfristig wahrscheinlich nicht greifen wird. Man kann also durchaus ein paar Wochen oder ein paar Monate eventuell noch im Tether sein, aber der Druck auf den Tether wird größer und ich möchte jetzt einfach diese Gelegenheit nutzen, hier mit dieser Reihe einfach auch mal vom Tether wegzukommen. Und dieser Pool hier, der eignet sich nicht, weil hier ist der Tether noch drin. So, jetzt könnt ihr sagen, oder jetzt ahne schon, dass dann der eine oder andere sich fragt, warum habe ich denn hier überhaupt den Tether dann geliehen? Naja, das ist ja total klar. Also je mehr Druck auf den Tether kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Tether auch im Wert sinkt, dass er also den Dollar-Pack verlieren wird. Und wenn ein Stablecoin sein Dollar-Pack verliert, also seine Anbindung an die Preisanbindung an den US-Dollar, dann kann das unter Umständen schon mal sehr schnell gehen, dass so ein Stablecoin auch auf Null sinkt, weil dann kommt ein Bankrun. Und das hatten wir unter anderem, also jetzt nicht ein Bankrun, der den auf Null bringt, aber das hatten wir bei dem letzte Woche bei Iron. Der Iron ist ein Stablecoin und der ist jetzt bei 75 Dollar, ne? Also er ist um 25% gesunken. Sieht man hier auch sehr schön auf der 14-Tage-Chart. Hier sieht man, Stablecoin-Pack erhalten geblieben, ungefähr bei 1 Dollar, wie die ganzen Stablecoins, schwankt immer um 1 Dollar rum und auf einmal, bam, geht es runter auf unter, hier fast 60 Cent, 65 Cent und jetzt stabilisiert er sich so bei 75 Cent. Ne? Also, dass ein Stablecoin sein Dollar-Pack verliert, wenn irgendetwas im Hintergrund passiert, das kommt tatsächlich vor und wenn also der Tether unter Druck gerät in Zukunft, dann kann es also sein, dass das hier sinkt. So. Und das hat den Vorteil für mich jetzt als Anleger, wenn ich mir den geliehen habe, dann fallen ja meine Schulden auch im Wert. Und das ist natürlich gut für mich. Ne? Und deshalb habe ich hier den Tether geliehen. Aber was natürlich kein Zustand ist, das ist, dass der Tether jetzt weiterhin in meinem Portfolio bleibt. Also der muss jetzt weg wie so eine heiße Kartoffel. Und den geben wir jetzt gleich auch ab. Gefunden habe ich als Alternative für Curve, was sich zum Beispiel nicht eignet als Alternative. Ich sage das ganz, ganz bewusst dazu, jetzt erstmal, bevor wir weitermachen. Das ist sowas wie das von mir neulich vorgestellte Polycat. Hier gibt es auch Pools. Man könnte jetzt sagen, ja gut, dann tausche ich jetzt den Tether um und zwar in, sagen wir mal, USDC. Lege ich hier ein, habe ich 106% APY, super. Aber warum mache ich das nicht? Wegen der Deposit-Fee von 4%. Ne? Weil es ist ziemlich schlecht für mich, wenn ich jedes Mal, wenn ich also mein Portfolio umschichte, hier eine Deposit-Fee von 4% bezahle. Denn es kann ja sehr schnell passieren, dass ich hier an dem Punkt, weil der Matic-Token weiter im Wert sinkt, ein bisschen diesen Health-Faktor im Auge behalten muss. Der zeigt mir an, wie weit ich entfernt bin von der Liquidierung. Also irgendwann reichen, wenn der Kurs weiter sinkt, reicht der Wert meiner Einlage nicht mehr, um dieses Darlehen zu besichern. Dann muss ich handeln. Und eine Möglichkeit zu handeln ist, ich nehme Stablecoins und zahle die hier zurück, zahle Darlehen zurück. Ne? Wenn ich das aber mehrmals mache, dann muss ich auch jedes Mal, wenn ich zurückgehe mit meinen Stablecoins, hier eine Deposit-Fee von 4% bezahlen. Und das frisst mir im Prinzip ja meine ganzen Rewards irgendwo auch auf. Ne? Also insofern würde ich das hier davon also definitiv abraten. Diese Dinge würde ich nicht machen, das machen wir jetzt auch nicht. Sondern stattdessen habe ich gefunden, etwas Schönes, wo man einlegen kann bei SushiSwap. Ich bin ein großer, großer Fan von SushiSwap. Ich habe letzten Sommer, im DeFi-Sommer, ganz, ganz viel Geld verloren mit, also zumindest einen großen Teil meiner Assets verloren, die ich bei SushiSwap eingelegt hatte, weil es ja diesen Rugpull gab. Danach war ich erstmal ein bisschen stinkig und fand SushiSwap immer blöd. Aber nach und nach hat sich dieses ganze Projekt hier doch sehr gemausert und gebessert. Und es ist inzwischen so eins der spannendsten DeFi-Projekte überhaupt.
Denn SushiSwap ist auf ganz vielen verschiedenen Blockchains zum Beispiel vertreten. Vielleicht sieht man das hier mal, genau. Das ist so eins. Das andere ist der Sushi-Token, der macht auch eine ganz interessante Entwicklung durch. Es gibt irgendwie inzwischen Launchpads und es gibt alles Mögliche hier. So, das Einzige, was mir an SushiSwap nicht gefällt, also nicht das Einzige, aber eine Sache, die mir an SushiSwap nicht gefällt, das ist diese unglaubliche deutsche Übersetzung, wo wir hier echt ernsthaft von, also ernsthaft Schwimmbad stehen haben, Ausbeute verleihen. Also das heißt, wir können wählen, ob wir ins Schwimmbad gehen oder Leute oder ausbeuten. Ne? Brückenvermögen, auch sowas unfassbar, also wirklich. Und das ist natürlich also eine Katastrophe. Und dann noch nicht mal richtig durchübersetzt, also hier You Stake Farms und so. Warum nicht direkt die englische Version nehmen? Und hier gibt es normalerweise so eine Flagge, mit der man quasi umschalten kann. Und die ist aber weg, da ist nur noch so ein kleiner Rand, den man hier nur mühsam erkennen kann. Man sieht, kann die aber hervorholen, indem man diese ganze Seite mal ein bisschen verkleinert. Und mit der Flagge, ich schalte jetzt mal um auf Englisch, das geht ja gar nicht, ne? So, dann mache ich wieder größer, damit man überhaupt was erkennt. Und ich habe hier einen Pool gefunden oder eine Farm gefunden, die sich ganz gut eignet. Und zwar ist das diese hier, USDC DAI. Jetzt muss man dazu sagen, der DAI ist jetzt auch nicht unbedingt und der USDC, die sind jetzt auch nicht unbedingt total sicher, was irgendwie Stablecoins angeht. Denn der USDC ist halt reguliert in den USA, der könnte auch unter Druck geraten, wenn da sich der politische Wind etwas ändert und man quasi einen eigenen Zentralbank-Coin rausgeben will und die Stablecoins loswerden möchte. Vielleicht alles Spekulationen, aber der USDC ist damit jedenfalls sehr viel sicherer als der USDT, weil der USDC ist ja reguliert in den USA, der USDT nicht. Und andererseits der DAI wiederum ist ja ein algorithmischer Stablecoin, der mit Kryptoassets quasi gesichert ist. Der Algorithmus dahinter ist eigentlich, glaube ich, sehr stark, vor allem seit letztem Jahr. Aber letztes Jahr hat im März der DAI tatsächlich für längere Zeit, für 2 Monate ungefähr, sein Dollarpack verloren und handelte irgendwo zwischen 90 Cent und 80 Cent. Aber inzwischen ist der Algorithmus verbessert worden und die letzten Crashes hat der DAI eigentlich ganz gut überlebt. So. Insofern halte ich also diese Einlage hier persönlich für die beste. Man sieht hier 85,99% APY ist ganz gut. Das finde ich auch, also das passt jetzt für mich. Und man bekommt die Rewards in Form von Matic und in Form von Sushi. Und diese Asset-Kombination, die finde ich auch ganz spannend. So, und hier möchte ich gerne einlegen und dafür machen wir Folgendes. Wir müssen hier erstmal Liquiditätstokens holen, also LP-Tokens generieren mit dem Knopf Add Liquidity. Ich gehe nochmal zurück, das war jetzt ein Tick zu schnell. Also ich suche hier den entsprechenden Pool. Hier ist er, USDC DAI. Klicke das Ganze auf, gehe auf Add Liquidity. Und dann sehe ich, ich brauche hier USDC und DAI. Und zwar zu gleichen Teilen, wie das immer ist. Und die habe ich nicht. Also, weil ich habe ja USDT. Und das ist ja auch die ganze Idee. Deshalb gehe ich jetzt erstmal zu QuickSwap. Nee, oder noch besser, ich gehe natürlich zu Curve, also polygon.curve.fi. Weil das ist ja ein Stablecoin-Exchange. Und dann möchte ich ganz gerne meine Tether tauschen gegen USDC und DAI zu ungefähr gleichem Verhältnis. Das heißt, ich gebe hier 250 ein und hole mir dann 250 USDC. Inzwischen muss man bei Polygon auch ein bisschen mehr Gas bieten, damit das Ganze schnell durchgeht. Ich biete jetzt mal 5 Gwei. Das hier ist nur die Approval-Transaktion, dass ich also die Ausgabe von USDT genehmige. Und jetzt kommt erst der eigentliche Swap. Auch hier biete ich nochmal 5 Gwei. Hau diese Transaktion raus. Hat auch geklappt. Und jetzt tausche ich die andere Hälfte in DAI. 250. Wir haben ja hier 250 noch im Wallet. Und dafür kaufe ich jetzt DAI. Setze hier wieder den Gaspreis hoch auf 5. Und lass den Swap mal so durchgehen.
Und während der noch läuft, kurz mal, es gibt hier eine Seite, die heißt polygongasstation.com oder so. Ich gucke nochmal, polygongasstation, ist das? Hier ist sie, polygongasstation.com. Und hier sieht man im Prinzip also die Gasgebühren, die man bieten muss, damit die Transaktionen einigermaßen schnell durchgehen. Und da sieht man also 5 Gray war jetzt hier ein bisschen sehr optimistisch. Man merkt auch, dass es jetzt im Moment sehr lange dauert. Ich gehe mal einfach auf Beschleunigen, biete hier jetzt mal 200 Gray, weil es ist egal. Übrigens, man muss aufpassen hier oben, das ist nicht Ether, ne, sondern das sind irgendwie Matic, weil das wäre ja Wahnsinn sonst. Beschleunige die Transaktion mal, vielleicht geht die jetzt schneller durch. Ja, da ist sie also auch schon durch. Also polygongasstation.com kann einem helfen. Im Moment ist Gas echt hoch bei Polygon. Das war ja mal auf 1 Gwei oder auf 5 Gwei. Jetzt ist es inzwischen schon bei 100. Das Tool hilft auf jeden Fall schon mal dabei. So, jetzt haben wir also zu gleichen Teilen DAI und USDC im Wallet. Dann können wir jetzt unsere Deliquidität hier hinzufügen. Und das habe ich jetzt gemacht, indem ich hier auf Maximum drücke und sehe dann, dass also ich zu wenig DAI habe, um das hier zu decken. Also heißt, ich habe mehr DAI in US-Dollar gerechnet als USDC, weniger DAI. Und deshalb gehe ich hier auf unten auf Max, also bei DAI, und dann passt es. Es bedeutet auch, ich werde wahrscheinlich ein paar Krümel USDC im Wallet behalten. Übrigens ändert sich das alle paar Sekunden schon mal, weil die sehr nah beieinander liegen. Da muss man da halt hin und her springen. Jetzt mache ich erstmal Approve, die beiden Approval-Transaktionen. Und auch hier wieder aufpassen, dass ich hier also die Gasgebühr hochsetze, aber nicht zu hoch. Machen wir das Ganze mit dem DAI auch schon mal. So, jetzt habe ich also beide Coins approved und jetzt gehe ich auf Confirm Adding Liquidity. Also jetzt kommt die eigentliche Einlage. Ich bekomme LP-Tokens. Die Zahl hier sieht sehr, sehr klein aus. Das ist aber nicht weiter schlimm. Es ist nur ein Anteil vom Gesamtpool. Der ist jetzt mit dieser Einlage, die ich hier mache, wahrscheinlich sehr gering. Ist halt so, kann man irgendwie, muss man jetzt mitleben, ne? Also das heißt, ich habe einen sehr geringen Anteil an dem Pool. Das heißt auch einen sehr geringen Anteil an den Rewards. Aber die APY, die ist ja mit 85% angegeben. Das ändert sich ja nicht, egal wie hoch der Anteil in meinem Pool ist, in dem Pool ist. Also Confirm Supply. Ich biete hier nochmal 100 Gwei. So, und wenn die Transaktion jetzt durch ist, dann habe ich erstmal nur die LP-Tokens. Das heißt also, ich habe nur meinen Anteil an dem Liquiditätspool und jetzt muss ich danach diese LP-Tokens auch noch staken. Und das geht hier über Yield. Ich gehe da schon mal hin, suche nochmal die Farm raus. Da ist die Farm. Und wenn jetzt die Transaktion noch nicht durch ist, dann gucke ich nochmal einfach, da ist es schon durch. Guck nochmal bei der Polygon Gas Station. Es verändert sich ja mitunter sehr schnell, aber hier also 900 Gwei für die schnellstmögliche Transaktion. Wahnsinn. Also 100 Gwei, ich bitte nachher einfach mal ein bisschen mehr als 100. Man muss da also bedenken, dass ein Gwei ist ja ein kleiner Anteil von einem Matic und ein Matic liegt bei $1. Man sieht hier auch, wie viel das ist. Also 100 Gwei sind irgendwie so irgendeine Nachkommastelle von einem Cent, ne? Also das ist okay, wenn man hier was mehr bietet, ne? Also insofern, wir sind hier nicht im Bereich von Ethereum, wo das sofort irgendwie richtig Geld kostet. Aber irgendwie spannend, dass also auch bei Polygon inzwischen diese Gasgebührgeschichte losgeht. So, der Pool USDC DAI. Jetzt muss ich meine LP-Tokens, die hier stehen, 0,000249 noch staken. Dafür klicke ich hier auf Maximum, gehe auf Stake. Irgendwie will das jetzt nicht. Ach so, genau, jetzt kommt erst der Approve-Knopf.
Das ist das Approval, dass also meine Liquiditäts-, also meine LP-Tokens hier eingelegt werden dürfen, dass also quasi die Seite oder beziehungsweise der Smart Contract meine LP-Tokens abholen darf aus meinem Wallet. Das mache ich jetzt, also ich gebe die Transaktion jetzt frei. So, die Transaktion ist durch. Und wenn das dann hier auch vernünftig an bei der Webseite ankommt, dann ändert sich hier dieser Knopf von Approve of Stake. Wenn das nicht in absehbarer Zeit passiert, dann hilft auch schon mal, einfach die Seite neu zu laden. Gehen wir nochmal auf die entsprechende Farm, öffnen das. Ich gehe hier auf Maximum. Hier ist die Farm, ne? USDC DAI. Dann auf Stake. Auch hier wieder Gasgebühren anpassen. Ist ein bisschen schade, dass MetaMask das nicht vernünftig mitberechnen kann, weil man das wirklich jedes Mal da von Hand eingeben muss und häufig vergisst man es und dann wartet man sehr lange oder muss die Transaktion beschleunigen und so weiter. So, die hat jetzt nicht geklappt, das kommt auch schon mal vor. Probieren wir das einfach nochmal. So, und jetzt ist also, sind unsere Assets gestaked bei SushiSwap. Hier ist ein Harvest-Knopf und wir können jetzt schon unter 0,0001 Sushi und 0,0001 Matic an Rewards abholen. Also auf, im Klartext gar nichts. Das schauen wir uns jetzt regelmäßig an. Ganz spannend ist auch, das Ganze wird auch abgebildet auf dbank.com. Dbank.com ist ja ein sehr spannendes Tool, mit dem man quasi seine Assets, seine Einlagen anschauen kann in einem Überblick, wo was liegt. Und hier gibt es also im Prinzip die Möglichkeit, seine eigene Wallet-Adresse einzugeben. Dann kann man sich das hier anschauen. Übrigens nicht nur seine eigene, sondern auch die Wallet-Adresse von anderen Leuten. Hier gibt es auch die Möglichkeit, sein Wallet zu verbinden. Dann wird das Ganze automatisch geladen. So. Und hier findet man also unsere Einlage bei Aave. Und nach einiger Zeit, wenn im Hintergrund das Ganze sich aktualisiert hat, dann wird hier auch unsere Einlage bei SushiSwap irgendwo auftauchen. Vielleicht schauen wir einfach gleich nochmal. Jetzt was ganz Wichtiges, und zwar das Thema mit dem Health-Faktor, mit der Health-Rate. Wenn dieser Wert, wir sind also jetzt wieder auf Aave und es geht darum, wie sicher ist unsere Einlage. Wir haben hier also Matic-Tokens eingelegt und die schwanken im Wert, während wir uns etwas ausgeliehen haben, das im Wert stabil ist. Das heißt, wenn der Matic-Token im Wert fällt, dann reicht irgendwann unsere Einlage nicht mehr aus, um unser Darlehen zu besichern. Und dann, wenn das so ist, dann ist dieser Health-Faktor auf 1. Das heißt also, im Moment haben wir einen Health-Faktor von 1,5. Wir müssen darauf achten, dass wenn dieser Health-Faktor weiter sinkt, dass wir dann im Prinzip etwas hier tun. Und für den Moment bis nächste Woche wäre also meine Empfehlung, das hier im Auge zu behalten. Ich werde das auch die nächsten Tage im Auge behalten. Und immer wenn dieser Health-Faktor auf unter 1,3 fällt, weil dann haben wir noch ein bisschen Reserve bis 1, werde ich hingehen und bei SushiSwap entsprechend $50 oder $100 entnehmen wieder, also wieder rausnehmen und damit dann hier das Darlehen zurückzahlen. Das heißt, ich nehme $50 raus, ich muss das oder $100 und muss dann natürlich auch die USDC und die DAI umtauschen in USDT und mit den USDT gehe ich hier hin, dann klicke ich auf Repay und dann zahle ich mein Darlehen zurück, damit dieser Health-Faktor bei über 1,3 bleibt. Was ich hier definitiv zurzeit nicht möchte, ist, dass hier eine Liquidierung stattfindet, denn dafür ist die Marktsituation jetzt zurzeit zu ungünstig und ich muss also sehen, dass ich das Ganze hier stütze. Nächste Woche oder in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht, wann ich die mache, ob ich die diese Woche oder nächste Woche mache, geht es darum, hier diese Stelle noch weiter zu optimieren und an dem Punkt weiter zu arbeiten, weil
Was wir eigentlich machen wollen, ist, wir wollen jetzt an dem Punkt hier, wenn das Ganze sinkt, wenn also der Matic-Preis sinkt, dann möchten wir weiter Matic kaufen. Weil natürlich, wenn der Kurs sinkt, wird der Matic immer günstiger. Das ist für uns ein besserer Einstiegspunkt. Aber das machen wir erst nächste Woche, weil darüber muss man in aller Ruhe sprechen, weil da gibt es einiges an Risiken, einiges zu beachten. Und das kann man jetzt hier nicht mal eben kurz in 5 Minuten machen. So, was haben wir jetzt also heute gemacht? Wir haben im Grunde, ja, es ist noch nicht zu sehen hier, aber es kommt dann irgendwann so nach einer halben Stunde spätestens ist das da. Wir haben hier quasi unsere 500 USDT, die wir ausgeliehen haben, aufgespalten in DAI und USDC, haben die beide bei SushiSwap eingelegt und bekommen jetzt bis nächste Woche Rewards in Form von Sushi-Token und in Form von Matic-Token. Nach der Berechnung dieser Seite macht das 86% APY pro Jahr aus. Also das ist schon ganz ordentlich. So, und nächste Woche werden wir also dann jetzt die AVE-Situation weiter optimieren, so wie wir es jetzt machen, dass wir einfach hier irgendwie versuchen, mit Rückzahlungen zu arbeiten und so. Das ist noch nicht ideal, da kann man noch viel mehr machen. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich freue mich darauf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.